gegen Andrea Petkovic. Die sind inzwischen auf dem Platz auf Showcourt 2. Lassen Sie mich das doch sagen. Die Andrea Petkovic, die gegen die bösen Geister von Melbourne 2008 ankämpft, als sie gegen Jacques Vedaze hier in der High Sands Arena 6 Punkte spielen konnte und dann leider wegen eines Kreuzbandrisses aufgeben musste, 8 Monate nicht spielen konnte. Ich denke, wir werden von diesem Match Petkovic gegen Cornet noch etwas sehen und dann können wir noch ein bisschen mehr zu dieser besonderen Geschichte, auch dieser besonderen Leistung, Willensleistung einer Andrea Petkovic sagen im Spiel zweier Hochbegabter, was auch schulische Leistungen angeht. Petkovic gegen Cornet. Im Moment steht es 1:2. Es könnte ein Break-Festival im ersten Satz werden zwischen Petkovic und der jungen Südfranzösin, die morgen 19 wird. Jetzt hier Jelena Jankovic, die war schon wieder Break zurück. So wie im ersten Satz hat Flipkins es ihr nicht leicht gemacht. Aber im ersten Satz hat Jankovic einfach die wichtigen Punkte gewonnen. Die wenigen wichtigen Punkte. Und Flipkins hat es dann manchmal auch einfach übertrieben mit dem Risiko, hat überzogen und dementsprechend Punkte hergeschenkt. Aber die macht ein gutes Match hier. Da ist sie mal vorne. Nicht zum ersten Mal. Spielt auch sehr variabel. Volley war nicht gut. Ja, und dann solche Ballwechsel, in denen Jankovic eigentlich unter Druck ist und sie irgendwie noch rauskommt, um dann den Punkt zu machen. Es hilft sehr stark die Gegnerin in diesem heutigen Match bisher. Jankovic, die die 1 halten will nach diesem Turnier. Keine Übersicht, aber auch die Chance nicht genutzt von Flipkins. Einmal spielten sie schon gegeneinander vor 2,5 Jahren, US Open, 2,25 Jahren. Da gewann Jankovic 6:2 und 6:3. Drei beide. Jelena Jankovic, 4 Turniererfolge im vergangenen Jahr, 2-mal im Endspiel, unter anderem US Open. Stand hier im Halbfinale bei den Australian Open, auch in Paris bei den French Open im Halbfinale, auch beim Saisonfinale in Doha im Halbfinale. Also man muss schon sagen, beeindruckende Ergebnisse. 8-mal Viertelfinale und dann 1-mal eine 4. Runde. Wann immer Jankovic bei einem Turnier, bei einem großen Turnier gestartet ist, dann war sie immer mindestens im Viertelfinale. Und so kann man schon sagen, dass sie diese Nummer 1 der Welt verdient, wenn auch Mats Wielander, unser Experte, sagt, wer kein Grand Slam Turnier gewinnt oder gewonnen hat, hat es auch nicht verdient, an 1 zu stehen. Nicht nur Wielander ist dieser Meinung, auch viele andere Tennisfans auch. Aber das ist ja die große Diskussion. Wer ist die Nummer 1? Wer ist die wahre Nummer 1? Unterschiedliche Spieler haben dazu auch unterschiedliche Meinungen. Spielerinnen vor allem. Um jetzt nicht schon wieder das Serena Williams Thema anzusprechen. Denn das ist halt einfach eine Aussage einer selbstbewussten Frau. Wenn man ihr mehr unterstellen will, dann hat man es wohl auch einfach nur vor, sie schlecht zu machen. Ist sie fit, ist sie nicht fit? Die Frage, die sich über Jahre sich jeder stellt, die sich vor allem in der letzten Saison immer wieder gestellt hat, die sich auch Ende 2007 gestellt hat. Dann gab es die Nasenoperation, dann hieß es, sie habe mehr Luft, dann hat sie trotzdem keine Luft bekommen. Aber selten hat eine Spielerin, die fast nie gesund angeblich auf dem Platz stand, so erfolgreich gespielt wie eine Jelena Jankovic im Jahr 2008. Thank you.
Interview. Wie im ersten Satz, eigene Möglichkeiten nicht nutzen können und dann das Ding aus der Hand geben. Kirsten Flipkens. Ihr erstes Turnier in diesem Jahr. Zum fünften Mal überhaupt erst in einem Hauptfeld eines Grand Slam Turniers. 23 Jahre. Und 4-3, Jankovic. Jetzt führt sie mit Break. Drei Spiele in Folge nach dem 1-3 in diesem zweiten Satz. Novak Djokovic hat heute wirklich eine gute Leistung gezeigt. Sieg gegen Chardy und jetzt bei Babsichet. Congratulations, Novak. Insiders know Novak. That the Frenchman would or could have been a tough opponent against you. You handled it in style. Yes, of course. Also das war schon stark gelöst gegen einen guten Franzosen. Er ist einer derer, die wirklich in der nächsten Zeit für Furore sorgen werden. Er ist Top 500 und er wird noch weiterkommen. Unglaublich guter Spieler auch von der Grundlinie. Musste sehr, sehr konzentriert bleiben. Er hat mich hier beeindruckt, streckenweise. Ich wusste ein bisschen, wie er spielt, weil wir zusammen Juniorenturniere gespielt haben. Aber ich habe ihn noch nie offiziell auf der Tour gespielt und es dauert ein bisschen, erstmal zu sehen, wie er spielt. Und er hat außerdem also sehr, sehr gut angefangen. Aber es wurde dann immer besser. Well, the first match was not that really convenient, ein typisches erstes Match eines Grand Slams. Das ist ein bisschen ruhig losgegangen, es war nicht ganz so toll natürlich, aber heute muss man sagen, es ist wirklich gut und es wird besser und besser. Und hier wird gar nichts besser, denn hier hat es ein Problem. Mal wieder hat jemand ein Problem zu Beginn der Saison. In diesem Fall ist es aber nicht Jelena Jankovic, die schon, ja, ich höre gerade, also Jankovic, die schon irgendwie hier einiges auch geschenkt bekommt von Kirsten Flipkens, die eigentlich ein gutes Match macht. Die Belgierin, die zuletzt 2008 in Ismaning bei München auf einem Turnier sich blicken ließ. Und blicken lassen, ja, blicken lassen, das Stichwort jetzt, er ist da. Roger Federer und wollen wir da mal hören, Carsten Linke. Schon mal erste Worte. Nee, Jürgen Höttger. Mein lieber Oliver, es ist nicht Carsten Linke. Es ist ja Jürgen Höttger. Mann, das ist ein Hin und Her. Das macht aber nichts. Trotzdem darfst du was sagen. Trotzdem darfst du was sagen. Egal. Klasse Auftritt hier von, Dankeschön, von Roger Federer vor sich langsam füllender Kulisse. Hier wir vor sind 15.000 Zuschauern. Wird schon spannend werden gegen Kovalev, ein Mann, der übrigens in Weiten gespielt hat. Also ich gebe zurück, Oliver. Alles klar, ciao. Jetzt weiß ich, dass du es bist. Danke. Schön, dass wir darüber gesprochen haben, Jürgen. Und hier geht es, glaube ich, nicht weiter. Also hier wird erstmal sich jemand auf den Boden legen. Das wird Flipkens sein. Mal was ganz Neues für Jelena Jankovic, auch mal zu warten. Nein, wollen wir nicht gehässig sein.
Jelena Jankovic, die unglaublich viele Fans hat, auch hier in Australien. Wir haben ja schon über diese besondere Situation der Serben und Serbinnen untereinander gesprochen. Man sagt dann immer, sie sei so ein bisschen außerhalb zwischen und zum Beispiel auch Djokovic und Ivanovic, die sich so toll verstehen würden. Bei Jankovic sei es eben ein bisschen anders, kommt aus einer anderen Ecke in der Heimat in Belgrad. Mag alles sein. Ich glaube, letztlich sind alles drei doch Einzelkämpfer für sich und ich glaube auch, dass es einfach von der ganzen Mentalität her nicht funktioniert, zwei, sagen wir mal, Starlets auf ihre Art und Weise. Das kann jetzt nicht unbedingt und das muss auch nicht zu einer besonderen Freundschaft führen zwischen Anna Ivanovic und Jelena Jankovic. Beide haben so ihre Eigenarten und die muss man ihnen einfach lassen, dass das zusammen nicht immer so gut funktioniert. Das ist, glaube ich, ganz normal. So, und jetzt können wir mal rübergehen zum Zweier. Flipkins liegt am Boden, lässt sich behandeln. Hoffentlich geht es weiter mit ihr. Auf jeden Fall aber hat Alize Cornet jetzt die Möglichkeit, gegen Andrea Petkovic den ersten Satz zu gewinnen. Jelena Jankovic wartet. Die nächste Gegnerin von Jankovic steht schon fest, ist Ai Sugiyama, hat heute gegen Nathalie Deschi gewonnen, nach 0-1 Satzrückstand, 6-1, 6-3 in den Sätzen 2 und 3. Jankovic Weg würde dann führen über Safarova, Erakovic, Pironkova oder Bartoli im Achtelfinale. Und im Viertelfinale wäre es dann entweder Petrova, Voskoboeva, Errani, Niculescu, Galovic oder Svonareva. Halbfinale, da ist es dann Safina oder Ivanovic, wobei ich sagen würde, dass weder Ivanovic noch Safina einen besonders starken Eindruck hinterlassen haben. Sogar eher noch Safina in der Art, wie sie sich heute im Match gesteigert hat, nach Satzrückstand gegen Makarova, als Ivanovic, die jeden einzelnen noch so einfachen Punkt und auch Fehler der Gegnerin mit der Faust und dem Blick in die eigene Box quittiert hat. Jürgen hat gerade das Spiel übertragen, hat auch schon dazu seine Anmerkungen losgelassen und ich denke, das ist schon ein bisschen fragwürdig, ein bisschen übertrieben. Wie gesagt, eine Zeitung hat geschrieben, wenn sie schon gegen einfache Gegnerinnen jeden Punkt feiern muss, wie ist es dann um ihre Selbstsicherheit bestimmt? Werden wir sehen. Vielleicht entwickelt sich Ivanovic ja auch zu einer Turnierspielerin. Von Runde zu Runde besser. Nach Pause geht es hier weiter. Jankovic, Break vor. Und lang wird dieses Match wohl nicht mehr dauern. Jankovic. Erste Runde gegen Yvonne Meusburger, 6-1, 6-3. Flipkens gewann gegen Rosana de los Rios, ein Idol in Paraguay, 6-3, 6-2. De los Rios, die sogar früher mal mit Maria Sharapova im Doppel angetreten ist auf der Tour. Ja, gut. Das ist ihr Spiel. Sie kann das. Sie kann dieses etwas offensivere hier ausspielen. Wenn sie etwas mehr riskierte, etwas mehr nach vorne ging, dann hat sie im ersten Satz auch ihre Punkte gemacht. Advantage Flipkins.
Kirsten Flipkens, Juniorinnen-Champion Wimbledon 2003. Und weil es so schön war, hat sie dann die US Open auch noch gleich als Juniorin im Jahr 2003 gewonnen. War die beste Juniorin des Jahres. Konnte freilich diese Vorschusslorbeeren und das, was sich da angezeigt hat an Talent, an Fähigkeit, nicht richtig umsetzen in den Jahren danach. Robredo ist weiter, trifft auf Lou oder Nalbandian. Flipkens holt sich den Aufschlag zurück. Sauber. Ein seltsamer Verlauf in diesem Match. Schneller was zum Zweier. Ich weiß nicht, was Petkovic da heute macht. Welche Gedanken ihr einen Strich durch die Rechnung machen, aber das läuft ratzfatz schon wieder im zweiten Satz. Schon wieder Break vor Alize Cornet. Alize. Also spielt hier Ali Le France 6:1, 2:0 gegen Andrea Petkovic. Hoffentlich wacht die Deutsche nochmal auf und findet zu ihrem Spiel. Ja, Frau Jankovic lässt sich gerne etwas Zeit, bis sie dann mal sich entscheidet, diese Challenge zu nehmen, sich das zeigen zu lassen. Der ist gut, ja. Sag ich doch. Also auf diese Zeit muss mehr geachtet werden, wann eine Spielerin die Challenge nimmt. Ich finde, wenn der Schläger dran war und man vielleicht so mal einmal kurz durchatmen konnte, ist es definitiv zu spät. Ja, sie muss mehr vor. Also Kirsten Flipkens ist heute in der Lage. Ich habe das zwar schon vorhin bei Makarova gesagt gegen Safina, aber die hat sich wirklich auch selber die Sache schwer gemacht. Aber auch eine Flipkens ist immer noch in der Lage, über den dritten Satz hier zum vielleicht größten Sieg ihrer Karriere zu kommen. Jankovic scheint schlagbar. Sergio. Wird allerdings ein enormer Aufwand nötig sein. Bisschen Glück und vor allem Konstanz. Und das ist etwas, was hier in diesem Match von beiden bisher nicht gezeigt wurde. Konstanz. 40-30.
ganz stark. Ganz stark, also, ja, will nicht sagen Hut ab. Und ich verneige mich auch nicht, aber ich muss sagen, Respekt vor Kirsten Flipkens. Je mutiger sie spielt, umso erfolgreicher ist sie. Sie sagen sicherlich, Flipkens, alles schön und gut. Aber was ist denn jetzt eigentlich mit den Herren? Die spielen auf dem Hauptplatz in der Rod Laver Arena. Und das wird natürlich, keine Sorge, ein Match, das wir unter besonderer Berücksichtigung stellen. Und dem Ganzen auch einen besonderen Stellenwert einräumen. Davon gehen wir aus. Evgeny Korolev gegen Roger Federer. Korolev, der Metallica-Fan ist, habe ich mal mitbekommen, also großer Rocker. Time. Heavy Metal und Hard Rock-Fan. Mal sehen, wie hart er gegen Federer spielt. Jürgen Höttger beobachtet das für uns. Da gab es gerade einen Rebreak. Cornet schon wieder Break vor. Und zwar zwei Breaks vor. 6-1, 3-0 gegen Andrea Petkovic. Und es geht alles rasend. Fliegender Wechsel auf dem Showcourt 3. Dort, wo noch gespielt wurde von Hantuchowa und Mathilde Johansson. Jetzt der Australier Bryden Klein, einer, der mit einer Wildcard ins Hauptfeld kam und jetzt schon in Runde 2 steht. Und Bryden Klein spielt gegen Stanislas Wawrinka, dem man durchaus auch einen erfolgreichen Weg hier bei den Australian Open zutrauen kann. 1-2 steht's. Aufschlag für den Australier. Und hier 4-5. Das sieht schon gut aus, dass Kirsten Flipkens am Netz spielt. Da muss sie hin. Spitzname Flipper. Und genauso springt sie aber auch ganz gerne mal, wenn sie vorne ist. Sehr beweglich. Nicht immer ist das kontrolliert, was Flipkens spielt.
Manchmal fehlt dir auch die Übersicht. Und die Rückhand ist eine schwache Stelle. Jetzt ist das Feld offen, die Chance. Ah, das war knapp. Wieder ein bisschen Glück für Jelena Jankovic. 5-5. Also Flipkins Rückhand ist die schwache Seite. Das hat Jankovic mehrfach schon versucht auszunutzen. Und obwohl sie jetzt in diesem Ballwechsel nur mit der einhändigen Rückhand den Slice, den Notslice spielen konnte, wäre fast sogar noch der Punkt an die Belgierin gegangen. Ihr habt den Mol in Belgien. Trainiert mit Anne de Vries, Fitnesstrainer ist Wim van de Ven, durchaus Namen im belgischen Tennis, und diese Kombination besteht auch schon eine ganze Weile. Kam mit einer Wildcard ins Turnier von Antwerpen. 2003. Das war ihr allererster Auftritt, das war ihr Debüt auf der WTA-Tour. Auf der ITF-Tour hat sie 9 Turniere gewinnen können. Future- und Satellite-Turniere. Und ein Lob? Nee. Idee gut, Ausführung etwas lax, würde ich sagen. Na, fahrlässig. Die Rückhand. Die Rückhand von Flipkins. Und Jankovic darf auf den Matchgewinn servieren. Gleich anschließend. Aber sicher ist hier gar nichts bei den beiden. So, wir haben mal wieder einen Matchball. Der kommt von Platz Nummer 6. Und es ist der Matchball von Klaivanova. Da lassen Sie mich doch mal gucken. Das ist damit die nächste Gegnerin von Anna Ivanovic. Das ist eine unangenehme Gegnerin für Anna Ivanovic. Das, glaube ich, kann man jetzt schon mal sagen. Viel Spaß, Anna. Klaivanova, die mit sehr, sehr viel Masse, mit sehr, sehr viel Körperlichkeit in so ein Spiel geht, die unglaublich druckvoll spielen kann. Die man bezwingt, wenn man sich richtig schön bewegt, wenn man Stop und Lob spielt, wenn man einfach mal den Rhythmus wechselt. Aber wehe, man haut einfach nur drauf gegen diese sehr muskulöse, voluminöse Spielerin Klaivanova. Jelena Jankovic, die auch nicht weiß, wo sie genau steht. Die hofft endlich mal längere Zeit einfach ohne Probleme spielen zu können, aber von wegen, die Hoffnung wurde schon wieder jäh zerstört, als sie mit einer Erkältung und mit einer Grippe in dieses Jahr ging. Es scheint einfach nicht anders zu funktionieren. Sicherlich für Jelena Jankovic selbst ausgesprochen unangenehm. Einfach das körperliche Gefühl, immer ein bisschen angeschlagen sich zu fühlen, das kann es ja eigentlich auf Dauer auch nicht sein.
2007 und 2008 gehörte sie zu den Spielerinnen, die mit den meisten Matches bestritten hat. Gerade 2007 war das so, wo man schon sagen musste, vielleicht lernt sie und passt ihren Turnierkalender dementsprechend mal an. Aber 2008 hat sie das dann auch nicht getan. Den kriegt sie. Natürlich kriegt sie ihn. 30-0, rutscht in den Ball rein. Zwei Punkte sind es noch. Fußballstimmung hier bei den Australian Open auf den Courts dieser Anlage. Nicht nur, wenn die Deutschen mit Bauch frei und teilweise Hosen runtergelassen versuchen, Spieler anzufeuern, nach deren Vornamen sie erstmal fragen müssen, bevor es losgeht mit dem Geschrei. Wieder alles offen, das sind Matchbälle für Jelena Jankovic. Das war's, Jankovic gewinnt, aber da muss sich deutlich noch etwas ändern. 6-4, 7-5 gegen Flipkens. Flipkens hatte eine gute Gelegenheit, hätte den ersten Satz gewinnen können, hätte den zweiten Satz gewinnen können. Der Unterschied war nicht so groß. Sicherlich war es Erfahrung in solchen Situationen. Natürlich, es ist ja die Nummer 1 der Welt, da darfst du ja nicht vergessen, ist schon klar. Aber sie tun sich, viele tun sich schwer in den ersten Runden dieser Australian Open. Von Djokovic bei den Herren haben wir heute eine deutliche Leistungssteigerung gesehen. Safina musste sich im Match steigern, Ivanovic wird sich weiter steigern müssen und auch Jankovic in der nächsten Runde gegen Sugiyama vielleicht noch nicht, aber spätestens im Achtelfinale. So, wir haben ein paar Matchbälle. Eine schlechte Nachricht von